Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von An Evil Knight. Und Isaac ist einfach verschwunden, aber dafür ist hier eine Blutspur erschienen. Was ist hier los? Wir werden erstmal den Tatort untersuchen. Okay, also das Feuer ist ausgegangen. Da ist etwas. Ein Schlüssel. Ui. Ich will diese Pilze immer noch nicht. Oh, die hatten wir letztes Mal gar nicht untersucht. Deswegen ist das jetzt ein bisschen unlogisch, dass er immer noch nicht sagt. Okay, wir folgen einfach mal dieser verheißungsvollen Blutspur. Oh Gott, hoffentlich werden wir nicht gleich verfolgt. Ich mag diese Musik überhaupt nicht. Ah, der Schlüssel ist bestimmt für die kleine Hütte. Boah, Hilfe, es ist so blutig. Ist versperrt. Ah, aber mit dem Holzschlüssel haben wir die Tür geöffnet. So, hier schauen wir uns jetzt... Oh nein, da drüben steht jemand. Noch mehr Blut, aber kein Zeichen von Isaac. Hm, sieht aus wie ein Tagebuch. Es ist geschrieben in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Moment, das ist ein Fragment, das ich lesen kann. Ich kann Carcosa nicht vergessen, wo schwarze Sterne im Himmel hängen. Wo die Schatten der Gedanken der Männer... Was? Verlängert werden... Am Nachmittag? Wenn... Dass der Bruder oder die Schwester in den See Harley gesunken wird. Und jede Erinnerung der bleichen Maske in meinem Gedanken erhalten bleibt? Sowas in der Art? Seltsam. Bisschen kompliziert geschrieben. Also auf jeden Fall mysteriöse Dinge jedenfalls stehen in diesem Tagebuch. Da ist etwas in der Schublade. Ein Schlüssel könnte nützlich sein. Das ist ein Fass voller dreckigem Wasser. Was ist das? Oh, er ist verschwunden. Okay. Ein paar alte Bücher. Aber die Titel der Bücher sind irgendwie beunruhigend. Kulte der Ghule. Das Mysterium. Das Buch von Ibon, das Necronomicon Darkest Dreams. Das ist ja das erste Spiel gewesen vom Entwickler. Wenn ich nur diese Worte lese, wird mir schon ganz anders. Ugh, verrottetes Essen. Okay, wir gehen mal noch hier die Treppe. Oh, er ist hinter uns aufgetaucht, dieser Schatten. Sind das Karten? Da ist etwas zwischen den Dachziegeln. Obwohl da gar keine Dachziegel sind, aber jedenfalls zwischen diesen Holzplatten. Hm, was, wieso ist denn hier eine Zeitung? Oh, 20 Leichen im Wald gefunden. Ein Massaker... In Daring Woods. 5 Familien wurden umgebracht. Der Grund ihres Todes ist unbekannt. Oh mein Gott, das ist so klein. Ich spiele ja RPG Maker Spiele immer im Fenstermodus, weil das mit der Aufnahme für mich besser klappt. Oh Gott, ich kann das nur erraten, was da so steht. Also es wurden 20 Leichen entdeckt, steht da. An der Smorden Bell Road, glaube ich, mitten im Daring Wood. Und sie gehören, ach, sind Mitglieder von 5 unterschiedlichen Familien, die alle in der Gegend um Meltman's Hill wohnen. Sie waren irgendwie übereinander gestapelt? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss da mehr als ein Killer am Werk gewesen sein. Die Officers untersuchen momentan die Gegend. An den Leichen befand sich keinerlei Wunde und deswegen ist auch der Grund ihres Todes noch unbekannt. Wir warten noch auf die Autopsie. Genau, und so lange werden wir die Zeugen befragen, die in der Gegend wohnen. Okay, das könnte irgendetwas zu tun haben mit dem noch unerklärten Phänomen der Lichter, die aus dem Wald scheinen. Geschienen haben, kurz bevor der Mord geschah. Aha. Das hört sich ja nicht so gut an. Ist das was anderes hier? Eine Zeitung. 4... Schüler oder Studenten verloren gegangen oder, ja, vermisst gemeldet. Sie wurden zuletzt gesehen in der Daringwood-Gegend, in der Nähe von Pluckley. Die Polizei durchsucht den Wald. Also das kann man ja wohl wirklich nicht lesen. Ich sehe da jedenfalls gar nichts. Okay, das hört sich alles nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Wir sollten nicht hier sein. Okidoki. Also, wir haben jetzt noch einen Schlüssel gefunden, ne? Wie sieht denn der aus? Also, hat der irgendwas Besonderes an sich? Er heißt auch Woodkey? Oder war das der hier? Ich weiß jetzt gar nicht, wo war denn noch was gewesen?
Also hier ist jedenfalls nichts Abgeschlossenes mehr, ne? Kann ich hier noch was untersuchen? Sieht nicht so aus. Und am Anfang war ja auch nichts gewesen, also gehen wir jetzt erstmal weiter hier entlang. Oh, das hat sich verändert. Diese Statue war aber vorher nicht hier. Nee. Seltsam, ich dachte vorher wäre hier ein Weg gewesen. Waren die Statuen vorher schon hier? Okay, hier war aber vorher ein Camp und ein Skelett. Daran erinnere ich mich ganz sicher. Und nun ist da eine Wand. Naja, ich weiß nicht, ob man das eine Wand nennen würde. Sieht eher aus wie so ein Altar oder so. Da ist eine Inschrift. Oh Gott, das ist immer so kompliziert geschrieben. Also tief in dem verlorenen Carcosa sind die Tore meines Reiches. Und sie werden sich öffnen, sobald der Bronzeschlüssel gefunden ist. Na gut, das war doch nicht so schlimm. So, genau. Michael benutzt den Bronzeschlüssel. Dum, dum, dum. Es öffnet sich. Das Tor in eine andere Welt. Ging da jetzt eine Treppe runter? Ich habe das eben gar nicht richtig erkannt. Auf jeden Fall, nun hast du es. Ich komme. Oh, hoffentlich haben wir nicht irgendwas erweckt. Vielleicht sind wir nur eine Schachfigur, um irgendein riesiges Wesen zu erwecken. Wo bin ich? Ich liege im Bett. Nein, das ist kein Bett. Ich kann mich kaum bewegen. Ich bin... er ist in dem Sarg. Das ist gruselig. Ich bin gefangen. Was zur Hölle? Das ist so eine Art Box. Nein. Das ist keine Box. Das ist ein Sarg. Ich bewege mich. Ich höre Pferde? Lasst mich raus, bitte, irgendjemand. Ich kann nicht atmen. Lasst mich raus! Ne, so einfach wirst du da, glaube ich, nicht rausgelassen. Beziehungsweise vielleicht erleben wir jetzt nochmal... Ah ne, doch nicht. Wow, was ist das? Wo bin ich? Alles ist schwarz. Was geschieht hier? Ist das eine weitere Prüfung? Wozu? Geh, Michael. Ich werde dir zeigen, was du sehen willst. Aber du musst noch mehr Hindernisse überwinden. Die Wahrheit verlangt es so. Du, was auch immer du bist. Und, was? Und Tanja erzählt mir weiter davon? Wahrheit, aber wovon redest du da? Was für eine Wahrheit? Du wirst es zum richtigen Zeitpunkt erfahren. Aber zunächst überlebe. Und unterhalte mich noch ein wenig. Ich glaube, hier ist so eine Mega-Macht am Werke irgendwie. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Muss ich mich hier beeilen, weil ich irgendwie gleich verfolgt werde oder so? Bisschen nervös. Was ist... Ich wurde zerquetscht von irgendwas. Bin mir nur nicht sicher, was es war. Aber es hat mich zerquetscht. Also nochmal... So, also bis hierhin waren wir sicher. Da darf ich halt nicht entlang. Da darf ich definitiv auch nicht entlang. Hier aber schon, oder? Ja, da kommen wir aber nicht weiter. Also gehe ich mal hier unten lang. Okay, da komme ich vorbei. Da auch. Hey, hallo, du nettes Mädchen. Moment, ich speichere mal. Ich weiß nicht, ob sie gefährlich ist. Hallo? Was stimmt denn nicht mit... Okay, sie hat uns umgebracht. Sie hat uns getötet. Dabei wollte ich mich doch nur nett mit ihr unterhalten. Wieso sind die Leute so aggro? Na gut. Hallo, was stimmt nicht mit die... Okay. Ich dachte ja nur. Hätte ja auch sein können, dass wir von einem der beiden was Nettes bekommen. Aber nein, sie wollen einfach nur unseren Tod. Kann ich auch akzeptieren. Dann gehe ich halt hier lang. Ich muss nicht mit euch reden. Das habe ich gar nicht nötig, ey. Okay. Oh. Nochmal speichern. So.
Ich laufe einfach. Wow, ich wusste es einfach. Ich wusste es. Oh mein Gott. Oh. Ich hab die Kontrolle. Ich hab die Kontrolle. Ich hab die Kontrolle. Oh Gott, ich kann nicht. Oh, ich muss immer auf dem Weg bleiben. Oh. Oh Gott. Ich glaube, das Ding verfolgt mich nicht mehr. Ich frage mich, hat es mich wirklich hierher gelockt? Ja, definitiv, Mann. Definitiv. So, was haben wir denn hier? Oh. Wait, ich wollte doch noch mit dir reden. Sie werden mich bestimmt umbringen, wenn ich dort wieder hinausgehe. Ich sollte weitergehen. Ich habe keine andere Wahl. Wait. Na. Da laden wir doch direkt nochmal. Das geht ja gar nicht. Moment, was ist denn mit dieser... Michael, du musst diese Ranke hinab. Wieso sollte ich dir vertrauen? Du hast mich doch das alles hier durchmachen lassen. Und du bist ganz sicher auch verantwortlich für das, was Isaac zugestoßen ist. Was Isaac zugestoßen ist, er hat es verdient. Aber wieso? Was hat er getan? Oh, du wirst es schon noch erfahren. Auch du bist verantwortlich. Ihr beiden Ignoranten habt nicht respektiert, was ich euch gezeigt habe. Ihr seid Dreck. Und deswegen müsst ihr euch reinigen, denn ihr wurdet gebrandmarkt. Mann, du bist ja total durchgeknallt. Ja, und deswegen erlitt Isaac den Richterspruch über seine Sünden, weil er nicht zugehört hat. Ich wollte ihn ja warnen, aber sein Schicksal war bereits besiegelt. Nun geh, es ist fast an der Zeit. Ich werde es nicht nochmal sagen. Wenn du dich warnst, dann wirst du am eigenen Fleische, also... selbst erfahren, was Isaac durchgemacht hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da habe ich mich eben erschreckt. Scheiße. Ich wusste ja nicht, dass sie wirklich auf mich zukommen. Was passiert, wenn ich versuche, hier lang zu gehen? Ah, okay, das geht nicht. Da auch nicht? Nee. Na gut, das hätte mich jetzt nämlich auch noch interessiert. Okay, wir reden noch mal kurz mit ihr. Und dann gehe ich ganz schnell runter, bevor die gruseligen Schattenmänner kommen und mich töten. Wieso werde ich hier immer getötet? Dann ergibt auch Sinn, dass er das gesagt hat, dass er nicht nach oben will, weil sie ihn sonst töten. Weil vorher hat das ja gar keinen Sinn ergeben eigentlich. Da ist etwas auf die Plakette geschrieben worden, aber ich bin nicht in der Lage... Achso, ich kann es nur teilweise lesen. Wir beten dich an. Beantworte unsere Gebete. Ah, ich glaube, das ist bestimmt der Name des Sees. Jetzt habe ich vergessen, wie er hieß. Hali? Hili? Irgendwie sowas. Kommt man hier entlang? Ja, kommt man. Okay, es gibt also hier mehrere Wege. So, schauen wir uns mal um. Okay, es ist ein Weilchen vergangen, seitdem dieses Feuer entzündet war. Ein Skelett. Wer auch immer hier gestorben ist, genau, wer auch immer hier gestorben ist, ist schon vor einer Weile hier gestorben. da ist ein Feuerzeug neben ihm und es scheint immer noch zu funktionieren. Das nehme ich mal mit. Und da ist auch noch ein Stück Papier, da ist was drauf geschrieben. Ich bin der Letzte, der noch am Leben ist. Ich habe es bis in diese Gruft geschafft, aber ich komme nicht hinein. Ich habe den Test nicht bestanden und nun sucht er nach mir. Die bleiche Maske. Er hat dafür gesorgt, dass wir für unsere schreckliche Taten bezahlen. Er zeigte uns die Wahrheit und es tut weh. Es brennt tief im Inneren. Ich werde nicht mehr lange überleben. Dieses Feuer wird mich warm halten, bis er mich kommen holt. Es tut mir leid. Na, das hört sich ja vielversprechend an. Hört sich das vielversprechend an? Achso, kann ich das hier anmachen? Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich ist das für irgendwas anderes jetzt. Das Feuerzeug? Ich speichere nochmal. So, was haben wir denn hier drüben? Ah, hier. Da sind Kelche und das Symbol ist wieder an der Wand. Da ist eine Inschrift. Ich sah den See von Hali, so hieß er. Dünn und so. Ja, also ganz glatt jedenfalls die Oberfläche. Und ich sah die Türme von Carcosa hinter dem Mond. Aldebaran, die Hyaden Allah Hastur.
Bla bla bla, oje mine. Glided through the cloud rift to try as they pass. Irgendwas ist vorbeigeflogen. Ich glaube, die Wolken oder so. Okay, in dieser Reihenfolge muss der Sucher der Wahrheit reisen und bereuen und die Leiden seines Lebens verbrennen. Ach, scheiße, okay. Das ist also von Bedeutung. Was für ein seltsames Symbol. Mein Kopf klingelt, wenn ich es anschaue. Oh mein Gott, okay, das übersetze ich jetzt nicht. Auf jeden Fall geht es hier um Aldebaran. Hier geht es um Lost Carcosa. Aha. Hier geht es um die Lake of Hali. Und hier um das Mondlicht. Mondlicht? Das schwarze Sterne am Himmel und die nassen Winde vom See Hali. Das ist die Nacht, Pleiades, Rose Red's Alarabals Fire. okay, gucken wir nochmal kurz, was hier stand. Also. Okay, ich schreibe mir das mal jetzt auf, ja? Dann wäre ja möglicherweise erstmal Hali und dann Carcosa. Okay, und dann kommt das Ganze mit Aldebaran. Und dann... Ach so, aber... Moment, was ist jetzt mit dem Mond? Ich muss nochmal lesen. Behind the moon. Without a ripple or wind to steer it. Behind the moon? Also kommt der Mond dahin? Oh je, na, ob das so stimmt. Okay. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich speichere direkt einmal. Wenn das jetzt länger dauert, dann cutte ich da einfach ein bisschen, aber ich probiere es jetzt mal. Aber Moment, welches waren jetzt welches? Das hier ist Hali? Nee, das ist Lost Carcosa. Das ist das mit Aldebaran. Das hier ist der Mond. Dann ist das hier Hali. Okay, und jetzt würde der Mond kommen. Ah, okay, das war falsch. Dann machen wir mal erst Hali. Dann folgen wir mal hier dem anderen. Dann Carcosa. Vielleicht kommt dann der Mond. Ja. Und dann kommt Aldebaran. Yay, wir haben es geschafft. Wow, hallo. Wer bist du denn? Oh, geht weiter. Da ist wieder eine Inschrift. Hast du das gelbe Zeichen gesehen? Das gelbe Zeichen? Nein, ich speichere lieber. Müssen wir das hier an einem der Särge finden, oder? Oh, was? Ach so. Oui. Ah, da ist das gelbe Zeichen. Was ist das denn? Was sind das für Dinger? Irk. Ich kann nicht ein einziges Wort lesen auf dieser kaputten Plakette. Wieder dieses seltsame Symbol. Wenn ich es anstarre, dann habe ich das Gefühl, dass etwas in meinen Kopf dringen will. Ich sollte es lieber in Ruhe lassen. Was sind das für Dinger? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir hier irgendwas finden müssen. Hier komme ich nicht hin, glaube ich. Ich gucke nochmal da unten. Aber ich kann die Särge auch nicht untersuchen. Also nehme ich fast mal an, dass wir doch da links weiter sollen. Weil da ist ja noch ein Weg. Okay, noch viel, viel mehr Särge. Ist hier oben irgendwas? Hui, das soll bestimmt nicht so sein. Hilfe. Okay. Hui. Da ist auch nichts. Nee, das soll bestimmt auch so nicht sein, dass ich da reinlaufe. Hui, was zur... Da kommt etwas. Was? Das ist aber doch... Ist das nicht aus Amnesia? Hallo. Na, na, kleiner Mensch. Du bist einen langen Weg hierher gekommen. Und das ist das Ende deiner Reise. Ich bin derjenige, dessen Namen nicht ausgesprochen werden darf. Der Unaussprechliche. Du kannst mich auf viele Arten, du kannst mich, ja, verschiedenst nennen. Aber nur eine Sache ist mir wichtig. Jene, die das gelbe Zeichen gesehen haben.
Hä? What? Hallo? Komm nun, Michael. Nun sollst du mein Spiel sehen mit deinen eigenen Augen. What? Hä? Was ist das denn jetzt hier? Dieses Spiel ist ziemlich crazy. Ich hoffe, dass das alles doch irgendwie Sinn ergibt. Das Gemälde einer Pyramide inmitten purer Dunkelheit. Eine seltsame Unterwasserstadt. Das sieht aus wie ein Gott, der einen goldenen Kelch hält, aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Das ist eine seltsame Stadt. Die geometrischen Formen sehen fast unmöglich aus. Das ist ein weites Tal voller seltsamer Kreaturen. Und das ist ein weit entferntes Königreich. Oi, oi, oi. Ach, das ist wirklich ein Theaterstück. Setz dich hin. Das Theaterstück wird gleich beginnen. Ach so, ich dachte, es ginge wirklich um Spiel und nicht um Theaterstück. Na gut, dann werden wir mal an der Stelle einen Cut machen und dann werden wir in der nächsten Folge das Theaterstück sehen. Und ich denke, das wird dann auch die letzte Folge sein, weil auf jeden Fall der Entwickler gemeint hatte, dass so eine Stunde gehen soll. Wohl das Spiel ist es eher kurz. Von daher lassen wir uns mal überraschen, ob dann alles verständlich ist, was hier passiert ist. Der arme Isaac, was ist da los? Wieso sind wir zwischendurch in einem Sarg? Wieso sind wir in einer komischen Parallelwelt, die sich immer wieder verändert? Werden wir es herausfinden? Ich hoffe es. Also dann, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.